Hallo Freunde, der Marito ist wieder hier und willkommen zurück nach Falkenstein. In Falkenstein. Ah, sorry, ich bin total verschnupft und total angeschlagen. Wie man unschwer überhören kann. Und heute geht es darum, hier jetzt den Werkbereich, den Arbeitsbereich für unsere Apotheker zu bauen. Und ja, eigentlich habe ich da noch nicht so den Plan, wie wir das machen, außer dass wir hier vielleicht 2, 3, 4 Tische herstellen. Auf jeden Tisch kommt dann ein Braustand. Werkbänke wären auch nicht schlecht da oben. Schmelzofen brauchen wir, glaube ich, hier nicht. Glattenstein haben wir nimmer. Weißes Glas. Was könnte man aus weißem Glas vielleicht machen? Komm, lass uns hier mal jetzt. Haben wir hier noch Kohle drin? Ja. Einen halben Deck Bruchstein einschmelzen zu Cleanstone, also zu normalen Stein. Oh, hier haben wir noch Eis sogar über. Schau mal an. Wo sind denn die? Da, oder? Ja. Aus den Ziegel. 6, so. Blumentöpfe als Reagenzgläser quasi irgendwie so umfunktionieren werden wir die. Wie schaut es hier mit unserem Stein aus? Ja gut, das wird jetzt länger brauchen. Wir müssen uns eh mal eben... Habe ich noch... Sorry Leute. Mann, ich hasse das, wenn ich krank werde. Okay, ich glaube, es mag eigentlich niemand, wenn er krank wird. Oh, warte mal. Warte mal, wir brauchen ja da eigentlich auch überall für jeden Trank eine Wasserflasche. Das heißt, es wäre wahrscheinlich auch gut, wenn wir da oben irgendwie eine endlose Wasserquelle oder so hätten. Was machst du hier drin? Wie kommst du hier rein, Freund? Bitte verlass die Mine. So, Glattenstein haben wir hier nicht mehr, aber fast Glattenstein. Okay, fast Glattenstein gibt's nicht. Der hat's runtergegangen. Ist ein Trottel. Entschuldigung. Muss. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wo haben ich die Wassereimer hin? Das heißt, wir brauchen oben fast einen Brunnen, ne? Ja. Wo sind die Wassereimer? Ihr schreit, wenn ihr wo Eimer seht, ne? Jetzt mal im Ernst, wo habe ich denn die ganzen Eimer hin? Hier habe ich sie auch nicht, aber hier baue ich mir jetzt einfach schnell 2 Eimer. So. Boah. Kopfschmerz zu extrem. Ich. Ihr seid mir sicher nicht böse, wenn ich heute vielleicht einen Ticken weniger rede. Ich bemühe mich eh, dass ich euch hier unterhalte, aber. Ja, was soll ich sagen? Ich will es mir nicht eingestehen, dass ich es nicht kann. Ja,
dessen habt ihr jetzt hier so ein kleines Häufchen Elend. Hatte ich hier nicht irgendwo Steinziegel gesehen? Da. Oh komm, das machen wir's denen. So, lass uns mal da hochgehen. Ich sagte hochgehen. Okay. Achso, jetzt haben wir das Ding noch nicht. Jetzt haben wir ja noch keine. Die Werkbank stellen wir mal fix daher, ja? Das ist schön zentral. Und ich sehe gerade, wir müssen hier dann noch Laternen aufhängen. Wo bauen wir hier den Wasser? Den bauen wir hier hin. Ja, dann haben wir hier den Bereich auch genutzt. Sinnvoll nämlich. Wenn wir sagen so. Ja. Wir brauchen es mindestens 3, okay. So und so. Dann holen wir den da in der Mitte nochmal raus. Hallo? Was soll das? Wieso geht das nicht da rein? Hä? Ist das jetzt da, wo wir die Slabs haben? Nein, eigentlich nicht. Was war denn das jetzt für ein grauslicher Bug? So, jetzt haben wir hier mal zumindest eine unendliche Wasserquelle, ne? Okay. Da wo können wir Wasser schöpfen? Wie geht's? Mann, ich will immer da runter. Das geht noch nicht. Die können wir auch gleich wieder aufhängen hier. Wo ist die Laterne? Hier tropft halt jetzt ein bisschen von der Decke runter. Da müssen wir halt aufpassen, dass uns das nicht zu sehr auf die Birne tropft. So. Wie schaut's hier aus? Den können wir gleich nochmal durchbraten. Wir brauchen den noch einmal. Währenddessen hängen wir oben hier schnell ein bisschen die Laternen auf. Und die hätte ich gern immer so hier schön mittig. Ja. Ne, da gehört es her. So. Mann, sorry, dass ich euch da voll schnupfe hier. Ja. Ach so, ich erinnere mich, warum das hier so ist, wie es ist. Okay. Das heißt, die Fackeln brauchen wir schon nicht mehr, in der Theorie. Hier sollte jetzt eigentlich genug Licht sein, ja. Den braucht man auch nicht. Und da hinten lasse ich einfach die 2 Fackeln hängen. Oder nehme, hängen die einfach ein bisschen weiter rein, damit man sie von vorne nicht gleich sieht. Ja, schaut besser aus. Schaut
besser aus. Dann nehme ich hier den Boden wieder raus. Tun den ganz blockigen Boden rein wieder. Nachdem wir hier vorerst eh keine Stellagen, also keine Regale hin. Nee. Hinbauen. So. Man kann es ja später immer noch umändern, ja? Aber erstmal sollten wir schlafen gehen. Dass hier immer eine in meinem Bett liegen muss, das gibt's doch gar nicht. Boah. Das Grauslichste ist ja irgendwie, wenn dann nicht mal noch so Tee oder so hilft, ne? So. Dann, liebe Freunde. Glatte Steinstufen. Warte mal, Steintreppen meine ich. Jetzt bräuchte man 6. Wir haben 3. Komm, die Tür brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Die brauchen wir vielleicht ein bisschen später. Boah. Mann. Und nein, ich bin kein Typ Mann. Nee, so geht das nicht. Ich bin kein Typ Mann. Nee, geht nicht, da kann man nur die Stufen draus machen. Okay. Ich bin kein Typ Mann, der was gleich irgendwie so ein sterbender Schwan ist. Wenn er mal einen Schnupfen hat. Okidoki. Na, hier müsste die Mitte sein. Ja. Und dann suchen wir uns hier auch die Mitte. Wir suchen uns so hier. Das sind jetzt nur Markierungen für mich, ja? Ja. So, tadam, da. Eigentlich könnte ich gleich so. Eigentlich könnte man das gleich aus einem soliden Block machen, weil es ja sowieso da die Tische hinkommen. Und da machen wir jetzt einfach einmal rundherum. Ja. Schaut das aus? Nein, das geht so nicht, nein. Okay, das geht so nicht. Dann machen wir es anders. Habe ich schon eine andere Idee? Haha, haha, haha. Nehmen wir das nochmal alles auf. Machen wir es so und so. Und du kriegst dann, der Apotheker kriegt dann hier Licht, direktes Licht, ne? Ja. Wo sind's denn? Da sind's. Wir haben dann hier quasi den Braustand. Daneben stellen wir hier vielleicht ein, zwei so Tongefäße hin und dann eine Laterne. Wird mir eigentlich auch viel besser gefallen. Er schaut doch irgendwie was gleich, ne? Also das gefällt mir schon sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen, liebe Freunde. Dann machen wir hier wieder. Ja, du kommst weg. Okay. Hier wieder den Braustand. Laterne. Du hast hier nur einen Becher stehen.
Und das machen wir jetzt spiegelgleich hier drüben. Das machen wir spiegelgleich hier drüben. So. Kriegt jeder immer eine Laterne neben den Braustand gestellt? Okay. Es schaut doch irgendwie schon cool aus, ne? Entschuldigung, jetzt bin ich noch am Mikrofon angeditscht. So, und hier in der Mitte würde ich vielleicht sogar irgendwie noch so eine Kiste hinstellen. Oder sogar zwei Kisten eigentlich. Eine, wo dann eben die Gläser rein, also die Wasserflaschen reinkommen. Und in der anderen. So, das machen wir jetzt irgendwie so. Hier. Nehmen wir die Werkbank da, da weg und stellen die hier dazwischen hin. Hier kommen dann zum Beispiel die Gläser rein und hier kommen dann... So, hier kommen dann die... Ach, mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt. Ja, der Brennstoff halt, ne? Lohnstaub, glaube ich, heißt er. So. Okay. Nee, da sollst her. Ich weiß nicht, kommen da dann die Dinger noch rauf, die Leute. Na, gib her. Weißt du was, machen wir jetzt gleich alle, wenn wir es eben... Ach, sind eh nur mehr 8. Haha. So viel sind das eh nicht. Also ich komme rauf, ja. Dann werden die auch raufkommen, vermute ich mal. Schaut doch das irgendwie so aus, wie wenn es so ein Regal wäre. Und da kann man auch rein, ja? Das ist doch gut. Das gefällt mir. Also wie wenn das irgendwie so eine große... Wie wenn das gedacht ist so, ne? Gut. Und oben... Müssen wir auch noch ausleuchten. Da kommt jetzt im Endeffekt dann der Schlafbereich unserer Apotheker hin. Und da bin ich jetzt am Überlegen, wie viele Betten wir hier reinmachen. Boah, und dann braucht man vielleicht wirklich noch eine Zwischendecke oder was. Das ist schon hoch, der Raum. Dann sind wir 1, 2, 3, 4, 5. Wenn wir hier... Da geht's runter. Es wird sehr langsam spannend, hier runter zu finden. Das gefällt mir so nämlich leider nicht. Den müssen wir da versetzen. Ja. Hinten ist mir wurscht. Lass uns eben mal schnell eine Fichte holen. Gott sei Dank haben wir ja genug Fichtenholz hier rundherum überall. So. Eine Zwischendecke werde ich jetzt hier nicht mehr reinzimmern, aber vielleicht einen Querbalken einfach oder ein Gebälk, ein Dachgebälk. Dann könnten wir dem so nämlich auch entgegenwirken. So. Und was mich irrsinnig freut, Leute, die Tina hat mir heute schon geschrieben,
dass sie jetzt auch gerne mal hier bei uns vorbeikommen möchte, um uns auszuhelfen beim Holzfällen. Da freue ich mich schon irrsinnig drauf, liebe Tine. Ist sich nur leider die Woche bei mir zeitlich überhaupt nicht ausgegangen. Zum einen bin ich krank, zum anderen habe ich bis auf, ja, eigentlich die ganze Woche die Kinder bei mir. Und da geht es einfach nicht. Beziehungsweise muss ich ja am Abend meistens dann irgendwo ein bisschen arbeiten, auch was damit irgendwo halt, ne, weißt schon, Brötchen und so reinkommen. So. Aber nicht. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin, weil ich ja mich irrsinnig drauf freue, dass du vorbeikommst hier, liebe Tine und liebe Soraya. So. Achso, eigentlich hätte ich das jetzt gar nicht fällen brauchen. Ich habe ja genug Holz eigentlich momentan. Ja, von der letzten Fällaktion müsste ja noch viel Holz übrig sein. So, den fällen wir jetzt noch schnell und dann gehen wir schlafen, schleunigst. Und zwar hier ist eh im Bett, ja. Entschuldigung, Robin, das ist meins. So. Kühlhammer 50. Ich weiß nicht, ob wir mit den 50 auskommen. Nehmen den jetzt noch mit auf jeden Fall, dann ist der nämlich auch gleich mal weg. Damit sind hier wieder mal ein paar Fichten weniger. Und dann haben wir den Platz in der Apotheke doch sinnvoller genutzt, als ich mir das ursprünglich vorgedacht habe. Ich habe schon geglaubt, wir müssen da noch ein Krankenlager oder so aufbauen. Ups. Boah, das war jetzt aber jetzt krasser Sonnenblender. So, haben jetzt gesagt 1, 2, 3, 4. Da hätte ich gern einen Balken. Ja. Okay. Da. Da soll jetzt so ein Balken rüber und ihr werdet auch gleich sehen, wieso ich diesen Balken mache. Der Balken wird im Endeffekt dazu dienen, dass wir hier was aufhängen können. Aufhängen im Sinne von 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Okay. Hier können wir dann im Endeffekt unsere Laternen nämlich aufhängen, ja? Dann hängen die nicht ganz so weit in der Luft. So. Okay, das machen wir jetzt gleich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Und hier haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5. Hier passt. Und hier haben wir dann 2x 6. Ne, okay, das ergibt es jetzt leider hier so aufgrund dieses Balkens. Ja. Ist mir jetzt wurscht. Oder wir machen den da einfach auf 5. Ja, komm, machen wir den auf 5. Den verschieben wir. Scheiße, jetzt kommt der Monk wieder durch. Jetzt kommt der Monk bei mir wieder durch, Leute. So. Das heißt im Endeffekt da. Ja. Da, so. Nein. So nicht. So. Muss auch noch anders rein dann. So. 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 So und so. Jawohl, ja. Da haben wir jetzt hier ein Gebälk. Wir können jetzt hier noch jeweils eine Laterne aufhängen.
Und somit können wir jetzt mal die ganzen, also es waren jetzt alle Laternen, sehr gut. Dann können wir die Fackeln hier noch aufsammeln gleich. Okay. Fackel, kommst du? Danke. Dann die geben wir unten hin und machen wir auch so eine Umrandung. Eins hoch nur. Zumindest hier mal, ja. Und hier. Okay. Das soll eigentlich nur der Optik dienen und weniger eine Funktion haben. Mache jetzt hier mal noch ein paar. Und den Rest machen wir, haben wir noch zufällig Wolle. 25. Ja, jetzt müssen wir bald wieder mal Wolle farmen gehen. Das sind 8 Betten. Okay. 8 Betten. Wir haben 4 mal 2. Jeder mit Frau. Das geht sich sogar aus. Ups. Okay, rauf da jetzt. So. 1, 2. 1, 2. Ich stelle die jetzt nur mal so her, ja? 1, 2. Also ein Bett hatten wir eingesteckt. Ein Bett hatten wir eingesteckt. Hier ist doch eine Werkbank. So. Wo ist mein Holz? Dachte ich gerade, irgendwer wäre auf den Server gekommen, aber nein. So. Hier möchte ich dann hier oben nämlich wieder so eine Umrandung machen. Hier oben muss man ja dann wirklich eigentlich schon aufpassen, ja, weil da ist ja sonst nichts, nicht, dass man da runterfällt. So. Super. Super. So. Okay. So. Okay. Jawohl. Das gefällt mir gut. Ja, das war's eigentlich schon mal da. Hier kommt jetzt noch ein Essbereich und so her. Den werde ich aber, glaube ich, nee, wir sind schon wieder am Ende der Folge nämlich angekommen. Den mache ich offscreen in der Zwischenzeit, weil meine Stimme passt eh nicht mehr. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ciao, baba, euer Marito.